Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Im Irrenheim gibt es jetzt einen FKK-Bereich. Es ist der nackte Wahnsinn. Ich bestelle mein Essen komplett auf Italienisch, um meine Freundin zu beeindrucken. Der Typ am McDonald's-Schalter, was laberst du? Der Sinn eines Esszimmers wird sich mir nie erschließen. Man isst doch entweder im Bett, auf der Couch oder über der Spüle. Habe gestern meinen Dönermann in der Apotheke getroffen. Wär bloß nicht krank, Alter. Ich bin Vorstand eines Unternehmens mit 25.000 Beschäftigten. Echt? Was machst du denn? Bin Imker. Hat bei dem neuen iPhone auch jemand das Problem, dass die hübschen Frauen nicht zurückschreiben? Was ist der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen und einem fliegenden Hasen? Der Fliegende hat einen Adler am Rücken. Dieses Glücksgefühl, wenn du 100 Euro in der Winterjacke findest. Arbeit in der Garderobe. Beste. Bei den Menschen, die morgens um 7 Uhr Alkohol trinken, frage ich mich, wie kann man denn um diese Uhrzeit bitte schon wach sein? Es gibt die Mikrowellenminute, die Waschmaschinenminute und die Deutsche Bahnminute. Aber das alles ist nichts gegen die auf den Schwangerschaftstest warte Minute. Kennt sich hier jemand mit Waschmaschinen aus? Ich habe letztens 2 Euro in meiner gefunden und suche seitdem die Funktion, um noch mehr zu bekommen. In Dänemark macht man aus Kuchenresten Rumkugeln. Ich wüsste gerne, was Kuchenreste sind. Was unterscheidet den Menschen von Affen? Affen würden niemals den Dümmsten ihrer Sippe die Führung übernehmen lassen. Stefan, frohes Fest! Stefan, frohes Fest! In der Schule. Der kleine Timmy steht mit Tränen in den Augen vor seiner Lehrerin. Ich finde auch nicht immer alles richtig, was sie machen, aber laufe ich deswegen immer direkt zu ihren Eltern? Wenn Fußballer gefoult werden, sterben die ja quasi noch vor Ort und werden vom Platz getragen. Draußen sprühen sie dann kurz etwas ans Bein und danach laufen sie wieder 40 Minuten lang wie bekloppt. Was ist in der Dose bitte drin? Flüssiges Bein? Braucht doch jemand meine Adresse für Geschenke an Valentinstag? Dann bitte melden. Graue Haare sind aktuell im Trend. Wenn jetzt noch Übergewicht und Falten dazukommen, wird das mein Jahr. Mein Arzt hat mir verboten, betrunken ins Bett zu gehen. Und was machst du nun? Penne auf der Couch. Ein iPhone für über 1000 Euro? Was kann das Ding denn bitte mehr als andere Smartphones? Sprach sie und ging zu ihrem Thermomix. Heute habe ich eine frisch gewaschene und gebügelte weiße Bluse getragen. Oder wie meine Spaghetti sagen würden, eine unbemalte Leinwand. Wenn man mich fragt, wie ich wohne, dann sage ich immer, in einer WG mit einem älteren Pärchen. Das klingt besser als bei meinen Eltern. Meine ältere Tochter kommt in die Küche, nimmt sich den vollen Teller und verschwindet. Ich rufe hinterher, gib uns eine Chance, wir sind nett. Fand sie lustig, aber nicht überzeugend. Nachbar, haben Sie mein Trampolin geklaut? Ich, nein, wieso? Fragen Sie. In Germany, we don't say nice prank. We say, das Vortäuschen falscher Tatsachen ist strafbar. And I think this is angsteinflößend. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.